Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in Concord stehen geblieben, kurz nachdem wir das Museum der Freiheit erreicht haben und sollen jetzt uns im Museum umschauen. Ja, uns begleitet mittlerweile ein Hund. Man schaut uns ja auch ganz treu und lieb an. Und wir werden jetzt also als nächstes uns hier noch ein bisschen umschauen draußen, bevor wir ins Museum gehen. So, da vorne liegt noch eine weitere Leiche, so wie es aussieht. Ein Minuteman. Mit 13 Fusionszellen, einem Milizsuit und einem Minuteman-Outfit. So, haben wir den erstmal ausgezogen. Und hier sind noch ein paar Fusionszellen am Boden. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, eingesteckt. Wir hatten hier beim letzten Mal schon ein paar Begegnungen mit Raidern. So, und uns dementsprechend auch schon ein paar Raider-Rüstungsteile organisiert. Und die tragen wir jetzt im Moment auch. So, als nächstes werden wir uns aber hier mal ganz kurz in der Kirche umsehen, bevor wir uns rüber ins Museum machen. So, erstmal den Pip-Boy eingeschaltet und das Licht. Sieht man ja ein bisschen mehr. Auch wenn es nur so hübsch grün strahlt. Und hier scheint aber nicht wirklich viel zu sein. Was war hier? Eine Bank. Kann man uns hinsetzen. Da möchte ich mich jetzt nicht hinsetzen. Gut, hier werden wir nach oben gehen. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was sich lohnt. Und unsere Aufmerksamkeit wert ist. Ein Tischventilator, nee. Hier mal kurz das Impro-Gewehr. Das nehmen wir erstmal mit. Ersatzwaffe. Noch eine. Kann bestimmt nicht schaden. Ein abgenutztes Klemmbrett kann man ohne einstecken. Und hier haben wir ein Safe. Das Schloss sieht stabil aus. Ah, das kriegen wir noch nicht auf. Okay, gut. Dann brauchen wir definitiv erstmal einen Schlösserknacken-Skill. So, wir wollen mal hier weitergehen und nach oben schauen. Ja, hier ist nichts unter der Treppe. So, hier erstmal vorne durch die Wendeltreppe hoch, die soll runterfallen. Gleich von hier oben. So, hier ist auch nichts weiter. Okay, hat sich nicht gelohnt, hier hochzukommen. Dann kommen wir wohl wieder runter. Und wir nehmen nicht den schnellen Weg. Das wäre ungesund. Wir laufen einfach runter. So, und dann nehmen wir da drüben auch die Treppe wieder runter. So. Und wir haben noch ein Level-Up offen. Ah ja, okay, dann sollten wir uns darum vielleicht kümmern, das noch zu machen, bevor wir uns, ja, hier weitermachen. So, schauen wir kurz in den Pip-Boy. So, Stats und ein Level-Up. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schlösserknacken wäre hier Langfilmer. Erfordert Wahrnehmung 1 haben wir, dann können wir schon mal einen Punkt in Schlösserknacken investieren. So, Auswahl bestätigen. Sehr schön. Gut. Ja, wie man sehen kann, erfordert die erste Stufe mindestens einen Punkt in Wahrnehmung. Und das geht dann auch so weiter, dass dann die höheren Skills eine bestimmte Anzahl von Grundfähigkeiten, also Grundattributspunkten der Specials benötigen. So, jetzt sind wir Stufe 3, ist ja schon ganz nett. So, wir können das Licht wieder ausmachen. So, und dann werden wir mal rüber hin. Ach, wir müssen noch ein Dog mitbefehlen. Hey, Junge! Genau, uns zu folgen. Und los. So, ist gut. Geh dorthin. Gut, okay. So, jetzt werden wir erstmal ins Museum gehen. So, und hier wird erstmal gleich geschossen auf uns. Okay. Ja, alles verfehlt. Das ist gut. Sind sich aber gute Deckung gesucht. So, der ist erledigt. Und der andere steckt den Kopf raus, dann bist du im Eimer. Komm. Mal gut, okay, der ist nicht erledigt. Hat einen Topftreffer überlegt, ich staune ja. Okay, unsere Trefferpunkte halten. Jetzt scheint erstmal ruhig zu sein. Okay. Gut. Mal ist aber vorsichtig. Ja, kommt mal wer. Da ist noch wer zu hören. Gut. Okay. Und wir sollen jetzt wohl nach da oben. Wo ist die kleine Schlampe hin? Na, das sind aber Sprüche hier. Lass du das mal bitte. Ja. Okay, wir nehmen erstmal die Haarklammerbox hier mit. Die Schachtelzigaretten. Das Schloss kriege ich nicht auf. Okay, dafür bräuchte man einen zweiten Punkt. In Schlosserknacken wird es verbessert. Okay, eine da Stufe haben wir. Ja, du kleine Schlampe. Na? Sie sich immer wo ist er? Da steht er. Lass mich los! So. Unser Hund hat ihn sich geschnappt. So, der ist erledigt. Mach mit oder stirb!
So, hier läuft ein automatisches Programm. Wir sind schließlich im Museum der Freiheit und man spielt hier offensichtlich den Befreiungskrieg der USA nach. Ja, wir sind ja auch in der Gegend um Boston. Dort war ja auch eine der Hochburgen zu der Zeit, bei dem Unabhängigkeitskrieg. So, und wir müssen uns erstmal umschauen und unseren Weg hier durchfinden. Ja, weil das Kinder erstmal zu sehen. So, dann nutzen wir die Gelegenheit ganz kurz. Und wir hatten ja gerade ein Raider-Teil gefunden für die Brust. Dann sollten wir die vielleicht auch anlegen. So, können wir bei der Gelegenheit noch ein Raider-Leder anlegen. So, das ersetzt dann unseren Bolt-Anzug. Oh nee, das wäre nicht gut. Nee, dann bleiben wir mal bei dem Bolt-Anzug. So, okay. Das Minuteman-Outfit ersetzt das auch. Okay, dann behalten wir das. Und hier haben wir noch einen Mini-Zug, den wir uns aufsetzen können, der plus 1 auf Charisma gibt. Nur auch nett. Nett. In Ordnung. Angelegt. So, die Sackkapuze mit Riemen könnten wir uns auf den Kopf setzen auch. Die gibt nochmal 5 Chance-Resistenz. Wenn wir uns jetzt entscheiden, ob wir ein Charisma wollen oder ob wir ein bisschen Schadensresistenz gegen Radioaktivität bekommen wollen. Gut. Ja. Sieht nicht allzu schön aus, also würde ich sagen, bleiben wir mal dabei, da oben Janisch zu tragen. So, weg damit. So, also Style over Substance würde ich das nennen. So, erstmal raus aus dem Raum, war ja fürchterlich laut mit der Glocke da im Hintergrund. Muss ja nie sein. So, wir machen wieder den Pip-Boy an, beziehungsweise das Licht vom Pip-Boy. Und schauen uns ja noch ein bisschen um. So, jetzt sind wir hinter der Tür auf jeden Fall, die wir nicht aufgekriegt haben. Und hier haben wir noch einen Werkzeugkoffer mit 308er Patronen, 38er Patronen, noch ein Impro-Repartiergewehr und eine Impro-Pistole. Na, jetzt wird alles erstmal mitgenommen. Später können wir das immer noch irgendwo fallen lassen, was wir nicht mehr brauchen. Oder ist noch eine Tür, die wir aufmachen können. Na, jetzt erstmal runter in den Keller. Hier, da müssen wir eigentlich noch nicht hin. So, wir wollen ja schließlich nach oben. Ah, wir können jetzt dort unten trotzdem umschauen. So, nochmal der andere Weg. Okay, gut, wir schauen uns trotzdem um. Ein bisschen Jet, also sprich ein Stim. Ein Klebeband und ein Stromfahrzeug ist mitgenommen. Im Schrank ist nix. Okay. Hier rechts haben wir noch ein Terminal. Das könnten wir entsperren. Aber das machen wir jetzt noch nicht. So, wir schauen uns hier unten erstmal weiter um. Ne, hier liegt weiter nichts, so wie es aussieht. So. Wir gehen erstmal nach oben. Und gucken hier in die Chemkühlbox. Ein Buffout und ein Redex. Sehr nett. Oberer Schädelteiner, der darf da bleiben. Den brauchen wir nicht. So. Weiter. Wir wollen natürlich nach oben irgendwo. Wir sollen ja irgendwie dahin, glaube ich. Nee, oder da hinten? Ja, da hinten müssen wir hin. So. Wir sind aber vorsichtig. Wir schauen jetzt hier ein bisschen um. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Ich schwöre bei Gott, eine Bewegung in Richtung Ausgang und ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledigen wir das Miststück nie. Gut, da waren eben gerade zwei zu hören. Den werden wir mal eine kleine Überraschung bereiten. So, guck mal, die haben was mitgekriegt. Ja, die haben das mitgekriegt. Sind uns genau hingelaufen, sehr schön. Hervorragend. Gut. Noch zwei Raider. Dort hat er dabei ein paar Kronkorken, Kreuzschlüssel. Gut. Raider müssen für den linken Arm. Haben wir, glaube ich, schon. Brauchen wir jetzt nicht. So. Und was hast du noch dabei? 38er Patronen, eine Impro-Pistole. Ne, Raider müssen für den linken Arm. Ne, kann man alle da lassen. So. Was haben wir hier? 10mm Patronen. Na, das ist eigentlich mal was Brauchbares. So, und hier läuft wieder hübsche Musik im Hintergrund. Ganz toll. So, wir schauen uns weiter um. Ein Redaway, hervorragend. Und dann müssen wir da lang. So, und da jetzt weiter oder jetzt nach oben? Ne, wir müssen da lang. So, schauen wir mal jetzt kurz. Tür auf. Also, was von der Tür übrig ist. Ne, da wollen wir nicht durch. Okay. Wir gehen da lang. So ist das. Da ist noch einer zu hören. Ah, soll nur vorsichtig sein, ich sehe ihn noch nicht. Da ist noch nichts zu sehen. Aha, da ist einer. Kommt da gerade um die Ecke. So, liegt am Boden. Das ist der nächste. Sie auf den Kopf schießen. So.
Ha, drei Kugeln daneben. Ich sag, Eck, mach das lieber selber. Ah, da ist noch einer offensichtlich. Mhm. Okay, nee, wir sind wohl schon am Ziel. Gut. Aber irgendwie war noch einer zu hören. Staune. Naja, gut, okay. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Gut, wir müssen da hin. Und dann machen wir das auch. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Von den Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Vielleicht. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Okay, wer sind diese Leute? Verdammt. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Das klingt hart. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Nein, es das ist es nicht. Schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Okay. Sag es mir. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Eine Powerrüstung? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Okay. Das ist Selbstmord, gute Idee oder könnte funktionieren. Wir nehmen mal, das ist Selbstmord. Das ist eine Selbstmordmission. Also Neuling, keine Ahnung aus welcher Höhle du kommst, ist mir egal. Aber wenn du die Spinnenweben nicht abschüttelst und das Kordit schnupperst, sind wir tot. Okay, es sieht so aus. Der Anzug hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Okay, welche Lösung? Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wir kommen wo man nicht eine in findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Okay, na, dann sagen wir einfach ja, machen wir. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Alles klar. Und jetzt sollen wir das Sicherheitstor im Keller entriegeln. Okay. Jetzt können wir aber uns hier noch ein kleines bisschen umschauen, bevor wir das machen. Haben wir noch so ein Sammelheft, Robco Fun 7. Bingo. Okay, du hast eine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Atomic Command. Okay, können wir uns zwischendurch ein bisschen beschäftigen, wenn uns langweilig ist. Und ein Spiel auf unserem Pip-Boy spielen. So, was haben wir hier noch? Wecker und Abraxo Putzmittel im Aktenschrank. Eine Haarbürste und ein Forschungsreagenzglas. So, dann können wir mal hier mit Sturges reden. Sturges. Willst du es versuchen? Schlechter als ich kannst du nicht sein. Ob's dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Okay, wenn ich weiter mit uns reden. So, da haben wir Mama Murphy. Reden wir mal mit ihr. Hey, wen hat Dogmeat uns denn da gebracht? Dogmeat? Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen.
Gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Cams, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Das dritte Auge? Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was gibt's? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Das stimmt allerdings. Wir sollen uns ja um den Fusionskern kümmern. So, aber trotzdem reden wir mal den anderen beiden auch noch. Yun Long, reden wir mal mit ihm. Alles in Ordnung? Oh Gott. Nein. Warum? Warum? Okay, er ist ziemlich verzweifelt. Hier haben wir noch eine Wahrnehmungswackelpuppe. Nehmen wir die mal. Bingo. Nur durch Beobachten erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Okay. So, Marcy Long, reden wir mal mit ihr auch noch. Wir brauchen Hilfe und kriegen einen Vault-Bewohner? Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Verbluten? Sehr freundlich. Wir wollen ja nur helfen. Und uns hier irgendwie nützlich machen. Okay, gut. Wir werden mal runtergehen und uns an dem Terminal zu schaffen machen. Und dann zu versuchen, da reinzukommen, wo der Fusionskern ist. So, wir gucken so erstmal hier nach oben. Noch ein Seersack mit 45er Patronen, 38er Patronen. Gut, und noch ein Impro-Revolver. Gewehr gefunden. Okay, das können wir erstmal da lassen. Und da unten liegt auch noch jemand. Den hat noch von unten erschossen. Was hat er dabei? 2 Kronkorken, 38er Patronen. Eine Raiderrüstung fürs linke Bein. Das bin mir gar nicht sicher. Wir haben die, glaube ich, fürs rechte Bein. Dann können wir die mal mitnehmen. Und die erst einmal anlegen. Schauen wir mal ganz kurz. So, genau. So, dann haben wir erstmal ein fast komplettes Outfit. Wenn wir mal von der Kopfbedeckung absehen. Den ich erstmal gerne weglassen würde wollen. So, naja, gut. So geht ja einigermaßen. Können wir uns kurz angucken. Ja, viel sieht man hier nicht. Ja, aber schon schöne Knieschoner, Schienbeinschoner. So, und wir müssen da runter. Wir nehmen jetzt nicht den schnellen Weg, indem wir runterspringen. Wir nehmen einfach jetzt einfach nochmal die Treppe. So. Und genau, wir sollen hier unten hin und versuchen, die Tür aufzukriegen. Und da können wir auch, genau, mit Schloss knacken. Das Schloss versuchen aufzukriegen. Also bewege die Maus, um die Haarklammernposition zu bestimmen. Ist exakt auch wie in Fallout 76. Und suchen wir erstmal den Punkt. Und dann haben wir das Schloss auch schon offen. Sehr schön. Und ein paar XPs dafür gekriegt, dass wir das Schloss geknackt haben. Und da ist auch schon der Fusionskern. Dann stecken wir den mal ein. So, jetzt sieht das Licht aus. So, und jetzt sollen wir den Fusionskern in die Powerrüstung, von der die Rede war, einsetzen. Also müssen wir irgendwie nach oben. So, wo ist denn hier der Zugang zum Dach da drüben? Okay, müssen wir hier mal rum irgendwie. Ich glaube, wir müssen hier nochmal durch. So. Also hier rum. Nochmal durch die Ausstellung. Treppe nach oben. Ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Ebene. Ich glaube, wir müssen nochmal bei Preston Garvey vorbei. Und dann da lang. Schauen wir mal. Genau, da vorne ist, glaube ich, der Ausgang zum Dach. Genau, hier sind wir richtig. So, dann nehmen wir mal die Tür. Sehr schön. Und da haben wir eine T-45. Und Dogmit hat wieder was gefunden. Okay. Jetzt wissen wir ja auch seinen Namen. Hat uns ja Mama Murphy netterweise verraten. Aber ich glaube, Dogmit hat das hinter der Tür gefunden. Nun gut. Da wollen wir jetzt nicht zurück. So, hier haben wir erstmal noch einen Werkzeugkasten mit Klebeband und Schraubenschlüssel. Und bevor wir uns
die T-45 anschauen, nehmen auch den Kronkorkenvorrat mit und hören uns hier ein Holoband an. Das Log von SSG Michael Daly. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache: ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen, hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Ja gut, wir nehmen das mal als gute Glückwünsche für uns. Denn wir werden uns jetzt seine Powerrüstung mal aneignen. Also, die scheint auch vollständig zu sein. Gucken wir uns die ganz kurz mal an. Tatsächlich. Eine komplette T-45 mit Helm, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein und ein Torsostück. Alles da. Ja, schön. Dann werden wir mal den Fusionskern einsetzen. So, und dann sollen wir als nächstes uns die Powerrüstung anziehen. Beziehungsweise einsteigen. Und danach uns dann die Minigun schnappen. So. Sehr schön. Ja, ein bisschen beschädigt hier. Zwei rote Teile. Okay. Powerrüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindern Schaden durch Stürze. So. Okay. Gut. Wir können uns damit bewegen. Und wir können jegliche Höhe damit runterfallen. Und da vorne ist die Minigun, die wir mitnehmen sollen. So. Nehmen wir die. Und dann müssen wir so ausrüsten können. Und dann können wir uns mal um die Raider hier kümmern. Sehr schön. 790 Schuss. Das lohnt sich. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. So, wir decken erstmal die Straße und die Raider da unten sind mit ein bisschen ein. Ich glaube, wir gehen mal runter, dann treffen wir besser. So. Und dann können wir uns um die Raider, die hier Concorde belagern. Dann sind noch weitere. Also erhitzt relativ schnell die Minigun. Muss mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie komplett überhitzt. Dann haben wir erstmal Nachladeprobleme. Oh, da hinten kommt noch ein weiterer Raider. Macht auf jeden Fall Spaß damit. Also einer mit dem Namen Grissel. So, wir müssen mal nachladen. Der Koffer Dogmeat hält sich da aus dem Schussfeld. Und der ist erledigt. Der Raider ist auch erledigt. Da kommt der nächste und gibt die kleinen Auto in die Luft. Oh oh. Oh oh, dein Hund hat Schwierigkeiten. Das ist nicht gut. Okay, wir uns mal um Dogmeat kümmern. Ich glaube, der braucht ein Stimpack. So. Jetzt erstmal ein Stimpack bekommen, damit er wieder aufstehen kann. Und wir kümmern uns um die Raider da vorne. So. Der nächste. Ne, war das ruhig. Und wir haben eine Todeskralle. Okay, kümmern wir uns um die Todeskralle. Ich glaube, die Munition reicht. Aber sieht ganz gut aus. Gehen wir uns mal ein bisschen zurück. Müssen wir uns einfach nicht unbedingt hauen lassen. Oh, jetzt hat es uns zu Boden gebracht. Das ist nicht gut. Und ich glaube, wir brauchen mal ein Stimpack. So, Stimpack ist gezündet. Ja, hat es uns wieder zu Boden gemacht. Oh je. Yeah. Jo, noch mal ein Stimpack. Ja, wir wollten uns gerade noch drauf hinweisen, aber das wissen wir selber. So, jetzt müssen wir erstmal die Todeskralle hier eindecken. Und noch ein Stimpack. Ah, die haut hier aber ordentlich zu.
So. Dann noch 290 Schuss. Wir nehmen nochmal ein Simpack. Wir wollen es eher nicht wie hier Pferden. Aua, schmeißt so zu Boden. Und die Powerrüstung ist ordentlich beschädigt. Wir werden es nochmal nachladen. Das ist jetzt ungünstiger Moment dafür. Und das fliegt irgendwo im Monotor-Cocktail her. Ich glaube, wir haben noch einen Radar gefunden. Und wir brauchen nochmal ein Stimpack hier. Ordentlich gesammelt, ja, zum Glück vorher. Und der Helm ist beschädigt, mir ist das nicht gut. Und wir haben die Todeskralle besiegt. Sehr schön. Oh ja, anstrengend hier. So, und wir sollen jetzt noch alle Feinde im Concorde eliminieren. Das machen wir. Wir brauchen also auf jeden Fall noch einen Raider. Der versucht sich da zu verstecken. Das wird ihm jetzt nicht nutzen. So, erledigt. Da ist noch ein weiterer. Zum Glück sind jetzt alle hier markiert. Macht die Sache dann etwas einfacher. Sehr schön. Oh, oh. Dogmeat ist schon wieder am Boden. Nochmal ein Stimpack für ihn. Und jetzt nochmal Preston Bericht erstatten. Okay. Gut. Das war die Sache hier. Gut, ich glaube, wir können wieder reingehen. Machen wir das. Ah, da sind sie auch runtergekommen. Gut, dann können wir erstmal aus der Powerrüstung aussteigen. Und lassen wir die erstmal stehen, das beschädigte Ding. Soll nicht viel ausgehalten. Na, meine Güte. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das war allerdings wirklich erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass sie eigentlich Anwältin ist. Aber nun gut, sie hat wohl einen mitgenommen von ihrem Mann, von Nate. Der hat ja wohl bei der Armee gedient. Also dürfte sie schon so ein bisschen wissen, wie das läuft. Gut, fragen wir sie mal, ob alles okay ist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Okay. Also der Kronkorken hier erhalten, quasi als Questbelohnung. Okay. Was jetzt? Ja, fragen wir, was sie jetzt als nächstes vorhaben. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Aha. Okay. Unsere Quest ist erstmal abgeschlossen und wir sollen uns mit ihm dann in Sanctuary, also Sanctuary Hills, unserem eigentlichen Heimatsort ja auch treffen. Okay, was wollen Sie da tun? Fragen wir mal danach. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Okay, red weiter. Okay, ich höre. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Mhm. Sehr interessant, dass sie tatsächlich weiß, dass sie ihren Sohn sucht. Okay, wo ist Sean? Ich glaube, das wäre das, was ihr jetzt hier als erstes in den Sinn kommen müsste. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Und wir haben eine neue Quest begonnen. Juwel des Commonwealths. Begib dich nach Diamond City. Und wir können jetzt unser Gespräch mit Mama Murphy fortsetzen. Fragen wir sie mal nach Diamond City auch direkt. Was ist in Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war?
Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das hier kann es wohl kaum... Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. So, die machen sich auf den Weg nach Sanctuary. Sind wohl fertig mit ihren Streitereien. Ah, waren sie so ganz einig. Na gut, okay. Sie machen sich hier tatsächlich auf den Weg, einer nach dem anderen zur Tür raus. Und ja, wir haben die Geschichte mit dem Museum, der Verteidigung des Museums abgeschlossen. War ja doch ein bisschen knapp wegen die Todeskralle an der einen oder anderen Stelle. Oh, die haben schon ordentlich Stimpacks gekostet. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch an Stimpacks haben. Wir gleich mal gucken. So, schauen wir mal bei den Hilfsmitteln. Oha, wir haben uns noch ein Stimpack übrig. Das ist ja nicht gut. Okay. Oh, gut zu wissen. Na, das ist ja eine Sache. Gut, okay. Gut, dann sind wir hier wohl fertig und können uns auf den Weg nach eigentlich nach Diamond City machen, beziehungsweise zurück nach Sanctuary. Ja, damit soll es dann beim nächsten Mal weitergehen. Für heute soll es wieder gewesen sein. Das war ja hier sehr interessant. Ja, hier Museum of Freedom. Im Freiheitsmuseum. Und wir haben den ersten Power-Rüstungseinsatz hinter uns bereits. Gut, okay. Und wir wissen den Namen von unserem Hund. Er ist Dogmeat. Okay, also, wie gesagt, für heute soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge Fallout 4 wieder mit dabei, wenn es hier dann weitergeht. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.